Leinenlos heißt es für die MS Wissenschaft in diesem Sommer. Das Ausstellungsschiff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zeigt im Wissenschaftsjahr 2013 die demografische Chance, wie und wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt. Die Ausstellung beschäftigt sich natürlich mit den wichtigsten Themen rund um die demografische Entwicklung. Also wie ist es, jung zu sein, wie ist es, alt zu sein, welche Herausforderungen ergeben sich da, welche Herausforderungen ergeben sich aus dem Zusammenleben zwischen jung und alt, wie verhalten sich Alte und Junge zum Beispiel unterschiedlich, wenn es darum geht, wo sie wohnen möchten, wo sie leben möchten. Es geht natürlich aber auch um das Arbeiten, wie verändert sich unsere Arbeitswelt, wie verändert sich das Lernen. Die MS Wissenschaft zeigt, dass der demografische Wandel eine Menge Herausforderungen mit sich bringt, die jedoch nicht einfach auf uns zurollen, sondern gemeinsam gestaltet werden können. Eben dazu will die Ausstellung anregen. Ja, der demografische Wandel ist ja ein Thema, das die ganze Gesellschaft betrifft. Wir werden weniger, wir werden älter und die deutsche Gesellschaft wird vielfältiger. Wir gehören schon jetzt zu den ältesten Gesellschaften weltweit. Das heißt, es ist ein Phänomen, das jeden betrifft, das von jedem mitgestaltet werden kann. Und diese Gestaltungschancen darzustellen, diese Gestaltungschancen offenzulegen. Das ist ein Teil des Wissenschaftsjahres. Die Ausstellung auf dem wandernden Flussschiff ist so konzipiert, dass sie jungen Leuten ebenso Spaß macht wie Erwachsenen. Natürlich ist es schon einfach toll, einmal in den Bauch eines so riesigen Frachtschiffs hineinzugehen, aber die Ausstellung ist auch spannend. Ingenieurwissenschaftler zeigen, wie sie Seniorenwohnungen so ausstatten, dass ältere Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben können. Jugendliche werden angeregt, über ihre eigenen Zukunftsvorstellungen nachzudenken. An einer Morphingstation können sie sich ein Bild davon machen, wie sie mit 70 oder 80 Jahren aussehen. Und wenn man einmal nicht gleich weiter weiß oder Fragen hat, dann ist Annika Rudolph zur Stelle. Sie ist Lotsin an Bord der MS Wissenschaft. Als Lotse helfen wir den Besuchern durch die Ausstellung. Wenn die Besucher auf uns zukommen, Fragen haben zu den Exponaten, geben wir Antworten. Oder wenn die Besucher Hilfestellung benötigen, dann geben wir diese und helfen eben weiter. Die Idee, ein Frachtschiff mit einer Ausstellung an Bord auf Reisen zu schicken, hatte einst der Bremer Meereswissenschaftler und Vorsitzende des Lenkungsausschusses von Wissenschaft im Dialog, Professor Gerold Wefer. Für uns ist das Binnenschiff ein idealer Ausstellungsraum. Wir kommen zu den Menschen, wir fahren in die Städte. Insgesamt 40 Städte in Deutschland und Österreich sind es in diesem Jahr, die das Schiff anläuft. In einigen lädt die Diskussionsreihe Dialog an Deck auf der MS Wissenschaft ein zum Mitdiskutieren über Themen des demografischen Wandels. Der Eintritt zur Ausstellung und zu den Veranstaltungen an Bord ist frei. Geöffnet ist das Schiff täglich von 10 bis 19 Uhr. Herzlich willkommen an Bord.